Hey, Leute! Ich bin's wieder, Drache Charo mit der LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Kirby und der Regenbogenpinsel. In der letzten Episode haben wir relativ gut abgeräumt, ja. Es war wieder feurig, heiß, panisch und explosiv und nun wollen wir Kirby als Feuermeer betreten. Was überhaupt nicht stressig klingt, überhaupt nicht. Nee, nee, also bitte, das gibt doch noch einen Spaziergang. Oder an einem Rollgang? Irgendwie wollen die Panzer nicht rollen. Okay, der war cool. Ja, der war ganz okay. Oh, Kirby, bitte. Kirby, please. Ich sehe. Vielleicht soll ich da. Okay, gegenrollen. Dort wartet so ein ganzes Ding auf uns. Oh, 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 oh. Ah, 10 mehr, ne? Das ist schon relativ viel und gut und so. So, okay, Boss-Time. Mal gucken, was der Herr Kalmiral diesmal für uns auf dem Lager hat. Das wäre nicht mal unter Wasser, sind wir über Wasser. Ha, heiß, oder was, Kollege? Okay. Ja. Oh nein, der macht den Boden kaputt. Och, sei doch nicht so ein Typ. Bitte. Ah, Hilfe. Okay, und dann? Boom! Boom! Und boom! Verdammt. Ich hätte aber gerne noch das Ding hier. Nein! Ding, komm her. Whoopsie. Okay. Whoopsie Daisy. Nein! Sternchen! Sternchen, please! Lass uns Freunde sein! Okay. Boom! Tentakel Nummer 1 ist erledigt. Vorsicht, wie hoch geht das jetzt, ne? Nein, Sternchen, ich will das Sternchen haben. Okay. Vielleicht sollte ich nicht so gierig nach Sternchen sein. Aber was soll man denn tun? Das ist ein bisschen knapp. Ja, was soll man denn tun? Nein, Sternchen, bitte. Ha, ich hab's noch gerettet. Ich habe es vor dem Flammenmeer bewahrt. Ich bin so ein Held. Der heldigste Held, den es jemals gab, sagte sie und fährte den Tentakel ein, sodass sie wieder Gesundheit verliert. Okay, jetzt kann ich wieder hier höchsten. Oh, das war jetzt knapp, Kollege. Übel. Okay, ich sehe schon. Boom. Ich weiß, aber ich weiß, dass ich das Ding habe, aber ich will vorerst doch relativ gut aufladen können. Ne? So. Boom. Ob das so klug war? Naja. Oh nein, stimmt. Zuerst müssen wir die Tentakel plätten und dann kommt der Kalmiral selbst. Stimmt. Okay, das war gar nicht klug. Das war richtig doof. Ah. Ah ja, Intelliklug geht anders. Was dumm ist, hier darf ich nicht mal in die den Boden nicht. Alter, ja, mach den ganzen Boden weg am besten. Boom. 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 Komm schon. Komm schon, Kirby. Ah, verdammt. Oh Gott, jetzt müssen wir nochmal so das Teil überleben. Los, Kirby. Wuhu. Oh, ich kann mich jetzt wieder reinbohren. Also, ich bohre mich jetzt nicht rein. Er bohrt sich eher hier durch. Ah, Hilfe. Hilfe, wir sind hier nicht bei Splatoon. Mach bitte nicht so einen Stress. Oh, wie lange Kirby einfach schwarz bleibt hier. Die Tinte ist aber übel. Gott, der macht das nochmal. Schnell runter. Ja. Okay. Boom, so, zerstört. Okay, das war gar nicht mal so stressig. Sehr gut. So, Herr Kalmiral, mit uns legt man sich nicht an. Ja. So. Das lief doch ganz okay. So, jetzt kommt doch die vorletzte Welt, glaube ich. Nee, jetzt kommt sogar die letzte Welt. Wir haben ja 7 Welten. Danke. Jo. Oh, das... Ja, die violette Festung. Das geht ja richtig flott voran hier.
Muss auch gucken, wann ich den Part aufnehme, wo ich die ganzen Sachen einsammle. Oder einsammle. Wohl, wenn ich jetzt... Ich glaube, ich weiß schon, wie ich das mache. Ja, ja. Dringe in die Schrottfabrik ein. Okay. Nee, nee, ich weiß doch genau, dass denn irgendwas sein wird. Irgendwas ist da! Ja, da kommen wir rein. Ja, gut. Schön. War das gar nichts. Doch, 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 doch. Hallöchen. Bitte, ich bin ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Wobei ich nicht klein bin, aber misstrauisch schon ein bisschen. Ja, ja, wer weiß genau, wo, also, wo das herkommt. Hm. Ja, es ist eigentlich relativ common, aber ich spiele auf ein bestimmtes Spiel an. Okay. Njum. Boom. Okay, was macht der Strahl da? Hm. Cool. Okay, da oben ist eine Truhe. Da unten ist eine Truhe. Nein, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel wartet auf uns. Okay. Der Typ hat mir da ein bisschen zu viele von den Sachen. Hat mir nicht so gefallen. Autsch, 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 autsch. Vorsicht. Kirby, bitte. Boom. Okay, jetzt haben wir genug, um hier einen Superboost durchzuführen. Frage ist nur, wo genau ich das mache. Nein, 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 Kirby, bitte. Andere Richtung, danke. Ja, komm. Okay. Oh. Was war denn da los? Ich bin einfach nicht durchgekommen. Gut. Hätten wir Truhe Nummer Uno geschafft. Gut. So, ein bisschen ausruhen. Na? Okay. Eigentlich ist es ja lustig. Eigentlich spielen wir gar nicht als Kirby, sondern als die Tante, die die Striche macht, ne? Wir steuern quasi Kirby nur. Hm. Lustiger Gedanke. Gut, was ist denn da? Schönes los. Das wird funktionuckeln, ja. Passt. Okay, da müssen wir wieder in das Ding rein. Oh, bitte nicht hängen bleiben. Okay, vielleicht nicht so überschwingliche Striche machen. Dann wird es auch noch funktionieren. Okay. Timer aktiviert sich so... sobald ich draußen bin. Haha, der Schlüssel ist mein. So, fehlt uns nur noch... ein Schlüssel? Kann das sein? Wow, okay. Ich wusste natürlich, dass hier unten noch Boden ist. Den Boden oder den Füßen verlieren wir nicht gut. Wow, ich habe den noch übel erwischt. Sehr gut, ist da noch was? Okay, ja, ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe schon. Ruh dich aus. Mach mal eine Pause. Treat yourself. Boom. So, heute wird nicht so lustig für meine Stimmbänder. Ich muss nämlich hier relativ viel aufnehmen. Weil, wenn ich jetzt schon aufnehmen kann, muss man das auch nutzen, ne? So. Also sollte ich mir da vielleicht noch irgendwas zum Essen machen. Oh. Das ist... cool, wollte ich gerade gesagt haben. Aber die Kugel bleibt immer drin. Okay. So, hätten wir da Schlüssel und... auch alles geholt. Dann wollen wir mal. Nomsen. Bitte Kirby. Kirby, please. Oder auch nicht. Dann nomsen wir halt gar nichts. Ist auch okay. Ist nicht mein Problem. Wenn Leute hier nichts nomsen wollen. Hm. Was ist das für ein Ding? Warum sieht mir das nach einem One-Hit-KO aus?
Ich will nicht wissen, was das Ding ist und was es mir antun kann. Gott. Das wird ja richtig übel. Okay, für das Leben riskiere ich mein Leben nicht. Vor allem fehlt mir dann am Ende wieder so ein Boost, um hier irgendwas zu machen. Ja. Ah, komm schon. Andere Richtung, Kirby. Und, oh, gerade noch so erwischt. Sehr gut. Oh, das war ein cooles Rätsel. Das finde ich cool. So, apropos Parts, wir könnten vielleicht noch in einem Part in den Herausforderungsmodus hineingucken. Um zu sehen, was Hübsches wir dort machen. So. Nee, die Kumpel sind mir ein bisschen zu gruselig, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Einfach hier drin bleiben. So. Ja, das wird überhaupt nicht stressig. Nee, nee. Goodness, was haben wir eigentlich in letzter Zeit mit den ganzen stressigen Sachen hier? Nom, nom, nom. Lecker. So. Oh, Kirby, bitte. Kirby, please. Ah. Gut. Haben wir halt keine Tinte mehr. Keine magische Farbleiste. Wie auch immer. Oh, goodness. Können die durch? Da durchdingseln? Nee. Hey, da ist ein Lolli. Okay. Nehmt das! Nehmt das, ihr Gruselviecher! Oh Gott, die respawnen! Oder? Oh Gott, die respawnen echt. Ja, okay, ich hab genug. Tschüss. Tschüss, Leute. War. Alter. Da dreht die Toni aber richtig durch, ne? Nicht lustig. Okay. Okay, wir haben vorerst alles. Ja. Wuhu! Das war lustig. Okay, was muss ich denn hier wieder erledigen? Okay. Ach du lieber Scholli, ich sehe schon, was ich hier erledigen muss. Jetzt! Nein! Nein! Bitte sag mir nicht nur, noch einen Boost hab. Los, durch! Kirby! Please! Oh Gott! Christ! Puh! Das war fast wieder knapp. Ja. Fast wieder knapp, sagt sie. Was war's denn jetzt? Fast wieder knapp. So, aber ich hätte gerne. Sehr gut. Und los, andere Richtung, Kirby, andere Richtung, genau. Hier können wir schon ein bisschen chillen, bevor es wieder richtig hart wird. Oh! Oh, cool. Sternchen. Passend ist ja jetzt da durchgefallen, aber hey. Ha. Worin ähneln sich Sternchen und Studenten? Tja, einige fallen immer durch. Okay, okay. Nicht über die eigenen Witze lachen, aber der war gut. Oh, den muss ich nachher genau schicken. Ah, das ist mir nicht gefallen, denn... Komm schon, letzte Truhe. Nein! Okay, die sind... Nein, die Typen sind keine... Komm schon! Alter! 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 Okay, jetzt bin ich nicht runterfallen. Boah, Alter! Habt ihr das gesehen, Leute? Alter! Okay. Puh! That was pretty cool. Ich muss mich hier beeilen, oder? Kollege, bitte wegbleiben. Bonk. 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 Oh Gott, Leute, tut mir leid. Aber ich schaue gerade nur über meinen... Ah, ich dachte, das riecht mich eine Sekunde früher. Da wartet immer einmal nicht die ganze Runde auf und dann passiert so aus. Ah, jetzt habe ich das nochmal machen.
Na gut. Aber das werde ich dann offscreen erledigen. Okay, ich. Hey, da ist der Koch, der Kirby kochen wollte im Anime. Der Kirby-Anime war toll. Egal, was Leute sagen. Na, wir haben keine Zeit für noch ein Level 8. Nie. Gut, die Episode wird ein bisschen kürzer. Wir machen ein bisschen Lese-Lese-Spaß. Der Kalmiral. Nach seinem verlorenen Kampf gegen Kirby legte Kalmiral nochmal eine Schippe drauf und wurde lavaresistent. Aber dann gewann Kirby erneut. Vielleicht war der Berufswahl Bossgegner doch keine so gute Idee. Oh, der Humor in diesem Spiel ist super. Ja, man sieht, hier ist ein bisschen stacheliger geworden. Hier ist er pink und hier ist er noch blau, ja. Und hier hat er noch weniger Narben. Man sieht, hier hat er noch der Augenklappe zurückkommt. Ach, das ist so schön. Warte. Das sind die Bossgegner, ne? Oh Gott, wie viele Bosse warten denn noch auf uns? Also ich wollte noch gucken. Was ist das für ein Typi? Blitz. Britzelchen. Diese ungewöhnlichen Gestalten speichern Elektrizität in ihren Innern. Erstaunlich, nicht wahr? Ansonsten kriechen sie aber eher ziellos umher. Ah, ganz schöne Zeit- und Energieverschwendung. Ja. Ja, das stimmt. Der Koch! Der Koch Kawasaki! Oh. Den fand ich immer so lustig. So, ah, Hilfe, ich will jetzt was richtig Gutes kochen. Geht nicht. Koch Kawasaki hat eine Menge zu tun. Daher taucht in diesem Spiel nur als Figur auf. Wenn er mal ehrlich ist, nutzt der Pfann- und Kochlöffel aber eher als Waffen. Da er so einfach besser mit ihm umgehen kann. Oh Gott. Wenn ihr mal Zeit habt, guckt den Kirby an, weil das ist echt fantastisch. So. Spuris lieben es, neue Bekanntschaften zu machen und viele Orte zu bereisen. Daher folgen sie Kirby auch von der Sekunde an, ab der sie ihn sehen. Rosa Spuris gehören zu den seltensten ihrer Art. Oh. Die haben ein paar rosa Spuris weggebracht, ne? Schnapphand. Diese Hand hat klebrige Finger und ist seit Elinas Flucht auf der Jagd nach ihr. Kirby kann sie nicht besiegen, aber durch einen gezielten Wurf mit Waddleys Speer lässt sie sich etwas zurückdrängen. Der Kotter-General. Dieser Typ ist der Anführer der Kotter-Ritter. Er scheint es aber nicht eilig zu haben, seine Truppen aufzustellen. Das ist ja auch mühsam, daher bereitet sich lieber erstmal mental auf die Sache vor. Ich muss mich mental auf diesen Sprung vorbereiten. Runterschubs. Ah, wie schön. Ach Gott, Erinnerung. Mega Panzerkerl, was macht denn? Ah, ja. Halt. Übel. Oh, richtig übel. Dies ist die mächtigste Form von Panzer-Kirby. Er kann einen schweren Angriff ausführen, muss sich danach aber einen Moment erholen. Daher kann er auch als Raketen- oder U-Boot-Kirby keine stärkere Form annehmen. Ah, das ist sogar richtig logisch. Ich will mir die Sachen durchlesen. Gelber Waddle-Dee. Dies ist der dritte Waddle-Dee. Mit seinem Speer verteidigt er Dreamland. Am meisten Spaß macht es ihm, Regenbogenseile entlang zu rennen, während sie gerade zu verblassen beginnen. Wissen soll das aber keiner. Jetzt wissen es aber alle meine Abonnenten. Tut mir leid, gelber Waddle-Dee. Oder alle, die das Projekt gucken. Die wissen jetzt alle, was du das machst. So. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde doch gerne die Sachen durchlesen, die wir noch nicht haben. Man könnte glauben, Jetski schwebt auf einer anderen Ebene. Dabei ist er eigentlich ganz zugänglich. Greift er aber an, sollte man ihn aus dem Weg gehen. Ich mache keine Witze. Los, los, los! Visier. Dieser Söldner arbeitet immer für den Höchstbietenden. Daher zahlt Tonia ihm ein gutes Gehalt. Seine Arbeit ist aber auch gefährlich. Wer weiß schon, wie lange er unter diesen Bedingungen aushält. Bis Kirby rankommt, ja. Kotter Speerwerfer. Es gab nur einen Grund, warum dieser Kirby den Speerwerfen anfing. Und zwar wollte er an die Äpfel von Wispy Woods gelangen. Schade nur, dass Wispy Woods auf dieser Welt gar keine Äpfel trägt. Ne? Ist ja auch so ein Ding, ne? Spurinchen. Besiegst du ein Spuri, verwandelt es sich in diese kleinen Kreaturen. Keiner weiß, wie man sie wieder zusammensetzt, aber das scheint sie nicht zu stören. Sie trauern der Vergangenheit nicht hinterher. Oh, das erinnert mich jetzt an einen anderen Charakter. Mann. Okay, ich bin zu viel in Fandoms unterwegs. Dieser kleine Geselle ist empfindlicher, als er aussieht und explodiert, sobald du ihn berührst. Kein einfaches Leben, aber jeder hat nun mal sein Bündel zu tragen. Knallspuri. Gondel Britzelknolle. Diese Britzelknolle nahm eine Gondel für einen Ausflug, konnte dann aber nicht mehr aus der Gondel aussteigen. Seitdem verbringt sie ihre Tage eben umherschwingend. So spielt das Leben manchmal. Okay, darf ich aber jetzt aber ganz im Ernst was sagen? Ich liebe diese Beschreibung, ich liebe dieses Lore-Zeug, das ist super. Okay, wir lesen noch Glutifer durch und dann war es für heute, okay.
Der Körper des Glutifers besteht buchstäblich aus Flammen, die er zusätzlich auch noch spucken kann. Daher muss er natürlich ein warmes Herz und eine feurige Persönlichkeit haben. Überprüfen will das aber keiner. Naja, verständlich. Okay. Soll ich mal sagen, das war's für heute, Leute. In der nächsten Episode werden wir was machen. Da machen wir. Ja. Ja, bitte, Spiel. Kirby und ach, ich sehe schon. Weil langsam wird's lustig. Okay. Nächsten Folge duellieren wir uns mit uns selber. Aber tun wir das nicht immer. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Mir hat's viel Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch. Und bis zum nächsten Mal. Was war das? Eine Mücke, verdammt. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren, Chef.